Willkommen zurück zu Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Ich bin immer noch hier, immer noch beim Drachen. Und beim Kätzchen. Das Kätzchen kommt gerade auf meinen Schoß gesprungen. Jetzt, wo ich gerade hier hochlaufe. Hat sie gerade genießt? Ich habe es nicht so mitbekommen. Das heißt, ich wurde zumindest nicht angenießt. Das ist gut. Das machen die. Die sind gegen irgendwas allergisch hier. Ich allerdings auch. Ich muss auch andauernd niesen. Wir wissen nicht, wogegen die Katzen allergisch sind. Wir haben eine, wir haben antiallergische Augentropfen. Seitdem geht es denen besser. Das ist ganz seltsam. Auf irgendwas reagieren die. Wir wissen aber nicht, was. Und auch ich niese rum. Das ganze Jahr. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es der Teppich. Vielleicht das Waschmittel für die Couchbezüge und sowas. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Zumindest wenn es die Waschmittel wären, dann müsste die Wirkung ja irgendwann nachlassen, oder? Es ist doch irgendwann so abgenutzt, dass da kein Waschmittel mehr auf der Oberfläche ist. Dann dürften die Katzen eigentlich irgendwann gar nicht mehr allergisch sein. Was mit uns ist, weiß ich nicht. Meine Frau ist auch allergisch und ich bin ein bisschen allergisch. Und ach ja, Allergien halt, ne? Die Volkskrankheit. Wir gehen nochmal gegen den Drachen vor. Ist ja nicht so schwer. Wir nehmen einmal die Seelen mit. Vielleicht kann ich ja irgendwann diese Steinchen kaufen gehen. Wir gehen erstmal schön gemütlich. Jetzt fange ich an zu laufen, damit er sich dazu entscheidet, seinen Feuerschwall zu benutzen. Ich würde sagen, Feuer ist auch nur Kotze. Ne, kotzende Gegner, die mich ja jedes Mal hier umhauen. Ich gehe jetzt mal zum anderen Fuß. Perfekt. Macht er die Beine breit. Was könnte das bedeuten? Er fliegt. Okay. Nee, das bringt nichts. Der Schutzring bringt nichts. Gut zu wissen. Ach komm, ich wollte doch wechseln. Da fliegt er wieder. Ah Mann, dass ich die Kamera drehen muss, das nervt. So, jetzt nimm... Auf den Kopf. Warum kann ich den blöden Kopf nicht amüsieren? Komm, hier auf den Kopf. Ins offene Maul geschossen. Wie geil. Komm, mach mal. Ah, fliegt los. Da kann ich jetzt auch nicht viel machen. So. Einmal ins Gesicht schießen. Und... Zieht er nach rechts, zieht er nach links? Man weiß es nicht. Okay, er zieht es mal nach links. Das tut mir nicht weh, ne? Aber gerade eben das mit der Kralle. Bei der Folge gestern, wisst ihr noch? Ach, Mann. Wir gehen mal ein bisschen weiter nach hinten. So, hat ja eh alles keinen Zweck, das Weggelaufe, ne? Das bringt ja nichts. Wenigstens sind wir unverwundbar, solange wir am Boden liegen. Okay. Ein bisschen Verwirrung wieder, weil ich ihn wieder anvisiert hatte. Was soll's. So, diesmal kein Insta-Kill mit dem Fuß. Ach komm, ich war ausgewichen. Jetzt macht er das wieder. Ich war ausgewichen. Ich nehme mal ein anderes Steinchen einfach so. Vielleicht schaffen wir es gerade noch rechtzeitig, seinem Feuerschwall zu entkommen und ihm auf die Finger zu hauen. Und jetzt auf die Hinterpfoten. Ja, geschafft. Aber was sollte das beim letzten Mal mit dieser plötzlichen Kralle? Dieses Urplötzliche, was mich einfach gekillt hat. Das war ja wohl mal fies. Haben wir einen neuen Kristallseelenspeer? Haben wir ja. Jetzt bitte sofort auf den Kopf. Wunderbar. Solange man dieses Umorganisieren der Waffen gut drauf hat, geht das ja. So, jetzt sind wir über 50% der Lebensenergie. Hinterpfote. Hebt die Pfote. Oh, jedes Mal erwischt es mich trotzdem. Okay.
Ich würde vorschlagen, lauf. Lauf, 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 lauf. Auf, lauf. Wir nehmen ein anderes jetzt. Einfach mal so, um meinen Estus zu sparen, weil der nämlich am geilsten reinhaut. Komm. Mach. Nein. Ich dachte, er macht seinen Feuerschwall. Nein, hat er nicht gemacht. Jetzt aber, komm. Jetzt habe ich dir genug Zeit gegeben, alles zu bedauern, was du bedauerst. Und dann haue ich dir jetzt auf die Finger. Auf ein neues, komm. Hinterpfote. Nicht Hinterpforte. Nicht falsch verstehen. Ich denke mir jedes Mal, wow, er wollte das schon wieder machen. Wollte er das schon wieder machen? Komm. Nein, jetzt macht er das schon wieder. Jetzt sei doch nicht so ein Drache. Nein! Okay, das war's. Ich hab doch gedrückt, Mann. Alter, Drache. Gaumas Schutzring ist kaputt. Schade, aber scheiß drauf. Weg, weg, weg. Das hat diesmal funktioniert. Sehr schön. Ah, jetzt bin ich gerade ein bisschen ratlos. Distanz. Das ist zu große Distanz. Was hast du vor? Na, ah, das funktioniert nicht. Was machst du da? Hallo? Das ist doch nicht wahr jetzt hier. Hat er aufgegeben irgendwie? Komm schon, jetzt aber. Jetzt aber, lass uns mal hier. Aha, die Anvisierung muss weg, die Anvisierung muss weg. Ja. Ich hätte diesen blöden Schutzring auch einfach ausziehen können. Ich kann gerade nicht laufen, verdammt. Auf dem C, komm, auf dem C. Schön ausgewichen, nach vorne, nicht nach hinten, ne? Das war der Trick. Der Kralle muss man nach vorne ausweichen. Dahin, wo er eigentlich hinschlägt, muss man ausweichen, das ist Blödsinn. Weil hinter seiner Pfote ist man voll in Gefahr. Jetzt nichts riskieren hier, nichts riskieren. Nichts riskieren. Ich nehme so ein Steinchen jetzt. So. Mach mal dein Feuer. Oder so. Ja, komm. Ja, geil. Geil. Das war's. Ah, keine Ausdauer mehr. Zack. Zack. So. Kipp um. Eine Riesenseele. Und einen fossilen Drachenknochen. Wow, das ist ja echt scheiße, was ich hier bekommen habe. Wow. Das ist ja mal echt nichts. Danke. Dafür den ganzen Ärger. Das war ja mal nichts. Ich finde diesen Kampf immer wieder dämlich. Also die Belohnung, die ist total unsinnig. Okay, aber wir haben ihn besiegt. War doch schön. Hat uns eine ganze Woche voller Spaß gebracht. War das nicht toll? Ich muss sagen, da gab es Kämpfe, die waren cooler. Kalamit war geiler. Der Manus-Kampf war geiler, muss ich sagen. Jetzt in der letzten Woche hatte ich echt viel Spaß gehabt. Das war so geil. Wir reisen jetzt erstmal nach Majula. Und dann lösen wir diesmal diese Seelen ein, bevor ich jetzt schon wieder sterbe, weil ich denke, ach, 36.000 Seelen ist ja nix, ne? Nein, 366.000. Okay, auf jeden Fall ein großer Gegner besiegt. Gehen wir zurück zum Emerald Herald. Herald, hide the pain. Bearer of the curse until hope. Och, kommt ihr nicht? Seek lest. Schade. Also, wir können irgendwas aufleveln. Belastbarkeit. Die ist voll hoch, ne, hier. Die Kondition. Voll hoch, voll gering eigentlich. Geschick. Mein Geschick könnte auch höher sein. Aber hier meine Ausdauer. Es ist noch ein Punkt. Es gibt nur einen Punkt hoch, das gibt's doch nicht. Softcap oder was? Dann halt so. Dann sollten wir noch den Ring reparieren. Hat ja ganz gut funktioniert. Hier. Mein Zauberbeschleunigungsring ziehe ich wieder an. Wo ist er denn gelandet? Hier. Plus 2.
Plus 2. Gut, bleiben wir bei plus 2. Was erwartet mich denn als nächstes? Ich nehme an, die Frau verkauft immer noch nichts Neues. Ich dachte, ihr wärt tot. Ja. Nein, nicht verstärken, reparieren. Ich habe ja mal gesagt, es wäre schöner, wenn diese Steinfrau irgendwann neue Steine verkauft, je nachdem, wie viele Bosse man besiegt hat oder sowas. Wenn es dann irgendeinen Trigger gäbe, der dafür sorgt, dass man immer wieder neue Sachen kaufen kann. Aber das gibt es ja leider nicht. Mal schaut mal, da haben wir den Treppenschmied, den Leiterschmied. You need armor? Go ahead. See what... Der sitzt auch schon da so breitbeinig, so, hey, ich verkaufe die geilsten Sachen. Ich bin voll reich. So, ich glaube, die ganze Ausrüstung habe ich ja schon mal gekauft. Are you sure? Ja, ich bin sicher. Dir stopfe ich nicht noch mehr Geld in den Rachen. Hat er hier irgendwas anderes zu kaufen? Come to see Owl Gilligan, Elia. Solange er noch lebt. Der liegt ja tot in Dark Souls 3. Hier haben wir alles. Banditenkleidung. Was haben wir hier? Nur Nutzloses. Was? Don't waste my time. Ey, Alter, ich hab dir den Arsch gerettet bestimmt irgendwo. Ich hab dir gezeigt, wo Majula ist und hab dir Leitern abgekauft und jetzt bist du hier, ne? I knew you'd be back. Natürlich. Alte Frau, was hast du im Angebot? Winzig kleine Steinchen nur. Schade. Auch nichts Neues. Lowly times these. Das ist blöd, dass ja alles irgendwie so endet, so leer geht. Man hat irgendwann nichts mehr zu kaufen. Das ist schade. Wo wäre denn unser nächstes Ziel? Jetzt geh doch mal ordentlich zum Leuchtfeuer. Wo waren wir angekommen? Wir haben Vendrick besiegt, wir waren hier. Wir könnten die ganzen Drachen nochmal wieder beleben und gegen die ganzen geilen Drachen kämpfen. Oh, diese scheiß Mumien. Oh, Mann. Aber die Drachen geben fossile Drachenknochen. Das wäre doch eine geile Sache. Hier können wir natürlich jetzt auch alle verstärken. Jetzt kommen wir zu den DLCs, die auch gewünscht wurden. Frecherweise. Oh, dieser absolut hammermäßig schwere Kampf gegen den König. Oh Gott, ich kotze. Der Drache, der noch relativ einfach war, im Gegensatz zu allen anderen Gegnern. Relativ. So, hier ist bestimmt das Leuchtfeuer für die Königin und für die Bonusgegner, würde ich sagen. Oder? Haben die Bonusgegner hier was extra? Ist das hier? Und hier ist der Drache. Meine Güte, drei Leuchtfeuer muss ich da verstärken. Und hier natürlich der Rauchritter. Dann... Oh, kann man Sir Alon noch mal bekämpfen? Der befindet sich ja in einem Traum. Man weiß es nicht. Und natürlich hier. Also wir gehen erstmal jetzt zu den Leuchtfeuern, die hoffentlich gezielt Gegner wiederbeleben. Weil ich weiß nicht, ob ich genug Leuchtfeuer, Asketenleuchtfeuer habe für alle Gegner im Spiel. Für alle Gebiete. Mein Ziel wäre es, alle anzugleichen. Eigentlich. Verbrennen. Tun wir es. Damit beleben wir hier diesen König wieder. Wo bleibt seine Frau eigentlich da oben? Eine von Manus Abkömmlingen. Schauen wir mal nach. Ja, hier, die Kristalle bleiben weg. Ich hoffe, das hat funktioniert. Ach nein, hier diesen Tiger müssen wir auch nochmal machen. Ja, die Wolke ist wieder da. Den einfachen Tiger müssen wir am Anfang machen, aber dann müssen wir die Bonus-Tiger nochmal machen. Grauenvoll. Ah, schaut mal, da sind auch die NPCs wieder da. Grauenvoll. So viele NPCs, mit allen Leuten könnte ich es vielleicht schaffen. Wie habe ich es schon beim letzten Mal geschafft? Auf jeden Fall nicht mit Blitzen. Fällt mir gerade ein, ich muss dann die Zauber nochmal wechseln. Es gibt kein extra Gebiet für die Bonusdinger. Hier, da muss ich auf jeden Fall hin. Das sollte die beiden Kätzchen wiederbeleben. Das finden wir auch erst heraus, nachdem wir den ganzen Weg dahin gelaufen sind. Um zu gucken, ob das auch wirklich stimmt. Hier gibt es ja drei Bosse in dem Gebiet, oder? Drei. Gefrorenes Ilium Lois. Zaubereinstimmung ist mir gerade wichtig hier.
für die richtige Zaubereinstimmung zu sorgen. Nochmal zurück. Und Seelensperr. So. Ich habe meine Taktik vergessen bei den Katzen. Wie war das nochmal? Laufen, ne? Immer laufen. Immer in Bewegung bleiben und meine Kameraden die Katzen angreifen lassen. So war das doch. War das Dunkelheitsschwert gut gegen die oder hatte ich ein anderes? Na, mal gucken. Schon habe ich es wieder vergessen. Wir reisen jetzt wieder weg. Und zwar ganz an den Anfang. Das müsste doch den Ava wiederbeleben. Ich hatte eben einen Schluck Kaffee. Jetzt werde ich extrem durstig. Das ist in letzter Zeit ganz seltsam. Ich trinke einen Kaffee und verdurste plötzlich innerlich. Ich gehe komplett kaputt. Warum? Habe ich zu viel Kaffee? Kann man eine Überdosis Kaffee haben? So wie bei Futurama. Was war das nach 100 Bechern Kaffee? Das funktioniert nicht. Nicht so. So, den Rest lasse ich so stehen. Ich hoffe, ich habe sonst keine Bonusgegner vergessen. Das hier ist der Schmelzer, ne? Der Schmelzer muss auch wiederbelebt werden. Tim Schmelzer. Den Witz habe ich bestimmt schon mal gebracht, ne? Kennt irgendwer Tim Melzer überhaupt heutzutage? Jetzt, wo keiner mehr Fernsehen schaut. Schlimm, ne? Oh, habt ihr das vom Drachenlord gehört? Oh Mann. Jetzt war der sogar bei RTL. Unglaublich. Es war nur eine Frage der Zeit. Wer Drachenlord nicht kennt, Drachenlord ist ein Kerl, der sich im Internet ziemlich ungeschickt anstellt. Dem sollte man eigentlich das Internet aus der Hand nehmen. Das ist jemand, der sich öffentlich leider zu sehr präsentiert und auch sagt, wo er wohnt. Er hat seine Privatadresse genannt und gesagt, Leute, wenn ihr irgendwas habt, ihr kommt her, ich mache euch fertig. Man darf auf Provokation im Internet nicht reagieren, indem man seine Adresse preisgibt und sagt, hier, wenn du irgendein Problem hast, komm doch her. Ihr wisst nicht, wen ihr damit erreicht, ihr wisst nicht, wen ihr damit provoziert oder auf euch selbst anhetzt, das ist total dämlich. Das hat er gemacht und Leute pilgerten. Ganz viele Leute pilgerten los in die Heimatstadt des Drachenlord. Es gab eine riesige Versammlung von Leuten, die dem Drachenlord gerne eins aufs Maul hauen würden. Und das Fernsehen war da. Und dann wurde der Drachenlord interviewt. Und jetzt ist er noch bekannter. Das Problem ist, er weiß damit nichts anzufangen. Oh, wir müssen wegreisen. Doch, auf Reisen gehen. Es gibt Menschen, die schaffen sowas als PR zu erzeugen. Ne, als Werbung. Die inszenieren sowas und das funktioniert. Es gibt Leute wie, ach, wie heißt dieser Bombenprank-Typ nochmal, der mit dem Bombenprank natürlich gegen das Gesetz verstößt, angezeigt wird und daraus sogar noch PR schlägt. Das sind die Leute, die wissen, wie es geht. Das sind die Geschickten, die, ich will nicht wirklich intelligent sagen, aber das sind die Leute, die das System einfach richtig ausnutzen, zu ihrem Vorteil. Aber der Drachenlord ist nicht so jemand. Der Drachenlord ist jemand, der sich einfach nur blöde anstellt und der immer mehr Präsenz bekommt und damit gar nicht umzugehen weiß. Das ist das Problem. Der ist kein Typ, kein allglatter Typ, der sagt so, ich wurde angezeigt, Leute. Und weil ich einen Bombenprank gemacht habe. Und es ist nun mal so, man kann nicht immer alle glücklich machen, ne? Und das ist keine Entschuldigung. Das ist doch keine Entschuldigung. Das ist doch Blödsinn. Das ist Bullshit. Anstatt sich öffentlich zu entschuldigen, heißt das dann, ey, ihr seid jetzt hier auf mein neues Video gekommen, weil die Anzeige gegen mich hat euch jetzt auf mich aufmerksam gemacht. Und jetzt, wo ihr alle hier versammelt seid auf meinem Kanal und alle dieses eine Video schaut, sage ich jetzt mal, ja, man kann nicht jeden glücklich machen, ne? Die einen sind angepisst, die anderen finden es cool, ne? So, ne? Es ist, ne? Es ist, ja. Nee. Und damit bleiben die Leute direkt auf seinem Kanal hängen. Wenn das das erste Video ist, was sie von ihm sehen, da regt man sich natürlich auf. Die einen regen sich auf und werden ihn weiter beobachten und geben ihm genau die Aufmerksamkeit, die er haben will. ApoRed, das war ApoRed, genau. So. Und die anderen werden sich denken, hey, coole Aktion. Cool, dass du das gemacht hast. Naja. Habe ich irgendwo Bosse ausgelassen? Gibt es denn noch Bonus-Bosse? So, ich glaube, hier ist das vor der Königin, ne? Damit ich die Königin nochmal besiegen kann. Und dann gehen wir nochmal zum Drachen zurück. Ne, wir waren doch gerade vom Drachen. Ne, waren wir ja. Heiligtum des Drachen, okay. Asketenleuchtfeuer. Bei den drei Rittern. Wir müssen das Bonusgebiet der drei Ritter nochmal herstellen. Das meinte ich.
Wir haben den Schmelzer wiederhergestellt. Wir haben die beiden Kätzchen wiederhergestellt. Was wir jetzt noch brauchen, ist der Lift für die Ritter. Aber wo war der? War der hier? Ist das der Lift? Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Das heißt, ich mache jetzt das und dann sind wir auch schon durch. Durch und durch. Und ich trinke einen Schluck. Vielleicht trinke ich auch erstmal nochmal Kaffee und dann Wasser. Vielleicht hebt sich das auf. Oder vielleicht absorbiert der Kaffee das Wasser sofort. Das werden wir dann sehen in der nächsten Folge. So, hier bin ich richtig. Da hinten ist die Höhle. Und ich hoffe, ich habe alles so in der richtigen Reihenfolge entzündet. Damit wir beim nächsten Mal anfangen können mit den nächsten Bossen. Vielleicht auch sogar hier. For the here. Weil das die leichtesten, glaube ich, sind. Ne? Die waren relativ leicht. Vielleicht, wenn wir selber Havels Rüstung anziehen. Hat ja geholfen. Oh, darf ich das? Ja, ich darf jetzt schon spoilern. Bei Manus hat Havels Rüstung einfach perfekt geholfen. Das war einfach der Hammer. Ich schaue mich nochmal um, was wir hier haben. Den Boss. Aber die beiden Kätzchen, Schmelzer, da haben wir Rauchritter und Alon, der Drache, die Königin vor dem Drachen, die Bonusgegner, die mehreren Ritter. Ich glaube, jetzt haben wir auch alle und hier wären natürlich die einzelnen Drachen, die wir noch besiegen können. Ansonsten habe ich schon ziemlich viele Gebiete hier wieder hergestellt und auf plus 3 gesetzt. Gut, beim nächsten Mal geht es dann los mit dem weiteren Bossmarathon, beziehungsweise es geht weiter mit dem Bossmarathon. Guck mal, hinten ist ein Leuchtfeuer. Wie geil. Ich mag das ja, wenn das Level so überschaubar ist, dass man sieht, okay, ich war einst da drüben. Ich war da hinten oder ich habe da oben angefangen. Da irgendwo, glaube ich. Da kam er zuerst rein. Wenn man sehen kann, dass das Level so verbunden ist. Und da hinten unten ist auch der erste Weg. Also, ne, da ist das erste Leuchtfeuer da oben. Ihr seht es ein bisschen flackern. Dann geht er die Treppe runter. Dann ist da der Aufzug. Ihr könnt da runterfahren. Und könnt von da aus in den Tempel rein. Genial. Auf jeden Fall macht mir das sehr viel Spaß, mich mit der Krone durchzukämpfen und damit quasi unsterblich zu sein. Unverfluchbar. Das macht mega Bock. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier. Dann werde ich mich umziehen und auf die ganzen Ritter vorbereiten, die uns hier bevorstehen. Macht's gut. Ciao. Bye-bye. Euer Gonzo. Bei Dark Souls 2 Scholar of the First Sin.